herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breaking Point. Was ich heute eigentlich vorhab, ist zu probieren, ein paar Bauelemente zusammenzusuchen, um mir dann auch vielleicht ein Heaven zu besorgen, um mir dann vielleicht auch ein Military Crate irgendwo hinzustellen. Und auf meiner Suche nach lootbaren Gebäuden bin ich gerade hier über diese schicke Auto gestolpert. Ich habe ja in der letzten Runde schon erwähnt, es gibt hier theoretisch Fahrzeuge. So, ich habe eins gefunden. Der Motor ist im Eimer und das Wheel ist im Eimer. Und, da hat jemand schon ein bisschen reingepackt. Jetzt habe ich natürlich die Werkzeugkiste nicht dabei. Step brauchen wir nicht. Was ist da rein? Da ist noch genug Platz, theoretisch. So, das Fahrzeug wird jetzt annektiert. Das heißt, ich muss jetzt so lange hier rumfuhrwerken, bis ich genug beisammen habe, um dann hier in diesem Fahrzeug auch meine Baumaterialien reinzupacken. Ich muss hier bloß ein bisschen Platz schaffen. Ich habe hier Painkillers bis zum geht nicht mehr. Also Munition habe ich auch genug. Warte mal, da haben wir 1, 2. Den packen wir mal rüber, den packen wir rüber. Warum will er den nicht rüberpacken? Achso, das geht wahrscheinlich innerhalb des Fahrzeugs nicht. Ist gerade ein bisschen buggy, oder was? So, jetzt geht's wieder. Sehr schön. So, ihr solltet darüber. Das geht nicht. Sobald ich hier anfange, einmal testweise im Inhalt was hin und her, Inventory hin und her zu schieben, kann ich nichts mehr zurück tun hier. Doch, da, das hat er gemacht. Wunderbar. Davon brauchen wir bei weitem nicht so viele. Combat Knife brauche ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Get out. Ja, man kann ihn nicht abschließen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe noch 5 Magazine, das sollte reichen. Jetzt muss man bloß merken, wo das war. So, wir haben hier die Militärbasis, ein einzelnes Windrad. Irgendwo müsste das sein. Wald. Habe ich einen Kompass dabei? Ja. So, ich gucke auf das Windrad mit 260 Grad und ich gucke. Die Militärbasis war da hinten. Da ist die Militärbasis. Nach Norden gucke ich. Direkt zur Militärbasis und 260 Grad oder 260 Grad ist das Windrad. So, es heißt Militärbasis direkt nach Norden. Windrad. Global Channel, Side Channel, was? Group Channel, whatever. Ja. Okay.
Okay, man kann sich hier keine Marker machen. Aber müssen wir uns das ein bisschen merken. Ein Haus, noch ein Haus. Die beiden Häuser. Straße ist da. Leicht Südwesten, ja. Also hier irgendwo. 165813. So, jetzt haben wir das nämlich auch gemacht. Und an der Stelle können wir dann sagen, okay, hier sind wir, haben wir das Auto. Das hoffe ich, finde ich dann auch wieder. Und dann kann ich die Sachen dann auch hier auch mal einlagern. Solange ich ein Crate habe, ist das natürlich auch total cool, weil jetzt kann ich nochmal in die Stadt zurück und versuchen, im Hafen die ganzen Container leer zu looten. Wir sehen uns gleich im Hafen wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt den nächsten Ort erreicht. Wir sind jetzt hier auch schön am Wasser. Da vorne sieht man das Wasser wunderbar. Und hier werde ich jetzt mal gucken, dass ich meine Bauteile finde. Da ich jetzt einen Military Crate bauen möchte. Und dazu müssen wir mal reingucken, was wir da brauchen. Hier haben wir den Military Crate. Wir brauchen zwei Boxes of Nails. Eine Box haben wir schon im LKW gelassen. Ich hoffe, die bleibt auch noch da. Und was halt schwierig zu finden ist, sind diese Small Wooden Pallets. Ich hatte vorhin oder bei der letzten Aufnahme so ein paar Holzblöcke weggelegt. Das sind leider nicht die, die wir zum Brauen brauchen, sondern wir brauchen tatsächlich so eine Art Europaletten. Und da werden wir jetzt mal gucken. Ja, lass mich da durch. So. Sesam, öffne dich. Die beiden habe ich schon. Refrigerator habe ich auch schon. Glue, keine Ahnung. Oh. Defense Grid, ach so. Zum Wegwerfen. Ja, whatever. So, primär wollte ich halt Richtung Hafen gleich gehen. Da sind die Industriegebäude. Und dann werde ich auch mal mitnehmen, was geht. Vielleicht kann ich den LKW auch einfach reparieren und ihn dann. Uiuiui. Uiuiui. Map haben wir. Military Crate haben wir auch. Die Remington ist auch ganz lustig zu spielen, aber bei der Masse an Munition, die ich hier habe. Kompass, Uhr habe ich. Makarov Munition. Old Television habe ich. So. Remington Munition. Military Crate wieder. Bücher. The Muck. Muss ich doch glatt auf Apokalyptik, Romantically Apokalyptik denken. An den mystischen Muck. Falls ihr das nicht kennt, Romantically Apokalyptik ist ein Comic. Sehr abgedreht, sehr apokalyptisch. Und die Hauptperson hat oftmals einen Kaffeebecher dabei. Was soll's, nehmen wir mit. Und dieser Kaffeebecher, der rettet sich auch selber öfter mal gegenüber, er rettet sich gegenüber Alien-Angriffen und alles mögliche andere. Und der Captain selber kann an der Stelle immer ganz entspannt aus diesem Kaffeebecher trinken. Ist immer total lustiges Comic, macht mir sehr viel Spaß. Momentan halt relativ wenig Updates, aber der Zeichner ist da wohl auch ziemlich involviert mit verschiedenen Comics, die er da rausbringt. Mag ich sehr gerne. Falls einer von euch das kennt, kann er mir mal schreiben, wie er das findet. Also abgesehen davon, dass die Story halt total abgedreht ist, finde ich die Zeichnungen teilweise auch einfach wunderschön. Also einfach nur als Illustrationen sind die total klasse gemacht. Ja.
So, ich bin mal gespannt, was wir zum Reparieren der Engine brauchen. Das Walkie-Talkie habe ich blöderweise nicht abgelegt. Da ist wieder ein Hase. Ah, passt ja so rund um die Osterzeit, ne? So, das sind diese Woodpiles, die brauchen wir halt an der Stelle nicht. Good for starting fireplaces, ja. Wozu ich auch immer das Fireplace brauche. Also klar, in einem Fireplace kann man sein Essen kochen und sich theoretisch aufwärmen, aber ich habe es hier noch nicht gehabt, dass mir jetzt kalt gewesen ist. Und ja, so einen dringenden Hunger, dass ich an einem Fireplace arbeiten muss. Tire Repair Kit. Kriege ich nicht mit, kriege ich nicht mit. Ich brauche einen größeren Rucksack. Na gut, dann nehmen wir erstmal mit. Die Reifen waren ja auch im Eimer, aber waren noch dran. Theoretisch sagt das Schadensmodell einem ja auch hier bei Arma 3 mal optisch ganz gut, ob die Dinger noch brauchbar sind oder nicht. So. Solche Dinger brauche ich. Toolbox. Toolbox nehmen wir mit. Der Rest passt nicht mehr. So, Fiberglas. Das konnte ich noch mitnehmen. Sehr gut. Können wir da noch was reinstopfen? Nicht wirklich. Ach Mensch. Das Fiberglas Gedöns können wir auch gebrauchen. Das können wir nämlich für so ein Heaven's Crate nachher benutzen. Aber schauen wir erstmal weiter. Ich höre schon wieder einen Zombie. So, theoretisch kann es auf diesen Gebäuden hier auch mal Loot geben. Sieht aber jetzt nicht danach aus. Ja, ich habe genug Munition. Munition ist das Letzte, was mir fehlt hier. Stuff. Equipment. Das ist das, was mir fehlt. Können wir kurz reingucken. Fiber. Allows the reinforcement of a safe haven hideout. Bla 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 bla. Requires one steel, vier cement bags, okay. Da Heaven Stove braucht Fiberglas. Electrical. Fiberglas für das Gun-Kabinett. Ja, das einzig Sinnvolle ist, glaube ich, erstmal dieser Military Crate. War da Ruckel. Wollen wir mal gucken. Au. Jetzt irgendwas rüberschieben? Nein. Egal.
So, eigentlich war jetzt der Plan, dass ich jetzt ganz entspannt zum LKW zurücklaufe und meine erbeuteten Gegenstände da einlagere, um dann nochmal zu gucken, ob ich was zum Bauen finde. Leider hat das Ganze nicht ganz so geklappt. Irgendwann ist plötzlich hinter mir ein Zombie gespawnt und hat mich dann doch ordentlich erwischt. Ich bin jetzt schon zwei, dreimal bewusstlos geworden und ich hoffe, ich finde den Weg nochmal wieder zurück. Oh, da ist irgendwas drin. Ich hoffe mal einfach, dass ich diesen Weg jetzt auch noch überlebe. Das ist nämlich diese. Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel Blut verloren habe oder ob ich tatsächlich infiziert bin. Ich glaube, das ist diese Heaven Chest, nehmen wir nochmal mit. In der Hoffnung, dass wir es abgeben können. Ich glaube, das ist diese Infektion, die wir jetzt haben. Und das ist jetzt nicht ganz so cool. Südwesten. Mal kurz auf die Karte gucken. Da sind wir jetzt. Bloß nicht laufen. Laufen strengt so sehr an, dass wir bewusstlos werden. Immer schön im Dickicht halten, weil wenn wir dann bewusstlos werden und umfallen, dann liegen wir hier einfach nur rum. Und man wird hoffentlich nicht gesehen. Ja, da vorne hin. Aber jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie das dann aussieht. Also es ist halt mit diesem Verschwimmen, mit diesem Pulsieren, da dann irgendwas zu treffen. Es geht, aber es ist halt nicht einfach. Geschweige denn, sich hier zu orientieren. Das ist halt auch echt schwierig, weil man einfach die Orientierung nicht so gut wahrnehmen kann. Und man hört dann auch im Hintergrund, machen wir ein bisschen lauter hier. Man hört jetzt hier halt auch wunderbar diesen Pulsschlag im Hintergrund. Und stell dir mal vor, da spielt man dann irgendwann wunderbar des Nachts. Man ist am besten noch alleine, weil irgendwie die Kollegen nicht können oder nicht wollen oder whatever. So, und da Blackout. Ja, ich bin wieder gelaufen. Selber schuld. So sieht es dann aus, wenn wir in einem Blackout sind. Wir können gar nichts sehen. Ich meine, wir können auf der Karte ein bisschen navigieren. Man sieht hier jetzt ganz schön, wo ich eigentlich hin will, wo ich bin, wie auch immer. Ich glaube, ich habe es nur ein bisschen vorne geschafft. Also weit bin ich noch nicht. Ah, man kann. Oh. Da irgendwo müsste ich sein. Da bin ich ja schon dran vorbei. Da ist ein Fels. Da müssen wir mal gucken. Man kommt halt auch meistens nochmal wieder zu Bewusstsein. So, ich liege an einem Gebäude. An der Straße. Okay, dann weiß ich jetzt auch, wo ich bin. Kurz mal reingucken. Oder ist das das Gebäude hier schon? Das kommt mit den Bäumen ganz gut hin. Ah, da sehe ich auch das Fahrzeug schon. Wunderbar. Die Orientierung klappt hier. Es ist wunderbar. Auf Bornholm kann ich mich tatsächlich relativ gut orientieren. Beziehungsweise bei Arma 3 allgemein. Also wenn ich jetzt überlege, bei DayZ ist eine total schöne Karte, auf Chernobyl unterwegs zu sein. Ich schaffe es aber total selten, irgendwie mal wirklich ans Ziel zu kommen. Beziehungsweise ich mache dann doch den einen oder anderen Umweg. Hier bei Arma 3 ist es überhaupt gar kein Problem, mal querfeld einzulaufen. Weil ich dann auch trotzdem die Möglichkeit immer wieder finde, mich zu orientieren und die Wege dann doch immer sehr gut sichtbar sind. Also ich habe halt bei DayZ einfach auch. So, mal kurz gucken. Wir haben hier irgendwo Antivirals. So. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Wir versuchen es mal. Wäre ja gelacht, wenn wir uns nicht wieder hinkriegen. So, erstmal ein paar Painkiller. Mal Antivirus. Ups. Ich hau mir jetzt aber alles rein hier.
So richtig effizient war es jetzt nicht. Aber was man halt machen kann: Hydraulik, Battery. Ah, wir haben eigentlich alles dabei, um den Wagen zu reparieren. Startermotor, Engine Dings. Gucken wir mal, wie wir den Wagen jetzt repariert kriegen. Replace Glass, you need Glass. Okay, so viel zur Reparatur, das müssen wir noch mal üben. Oh, das Pulsieren ist weggegangen. Vielleicht beruhigt sich mein Charakter jetzt ja so ein bisschen. Also man kann es halt auch machen, wenn man ganz gut vollgefuttert ist, sich einfach hinzulegen und zu warten. Man sieht dann nachher rechts oben im Bildschirm so ein kleines Herzsymbol, was pulsiert. Das macht einem dann deutlich, dass man sich wieder regeneriert. Ist in solchen Situationen vielleicht gar nicht schlecht zu sagen, man legt sich einfach mal hin und wartet irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde. Dauert natürlich eine Weile, man kann sich nicht so schnell regenerieren. Und kann danach dann meistens auch sehr gut wieder weiterspielen. So. Wieder wach. A request for save. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Na, schon wieder. Ich glaube, ich muss meinen Kram da bald mal in sein Inventar packen. Geht ja jetzt mittlerweile super schnell mit diesem Blackout. Na komm, ich wollte nur noch mal gucken, ob ich wenigstens den Motor irgendwie reparieren kann. Das wäre doch super. Wäre jetzt ein bisschen schade, wenn die ganzen Autoreparatur-Kits hier draufgehen. Zumal muss ich bis zum Server-Restart wieder hier sein. Der Wagen steht dann noch hier, aber meine Leiche mit dem ganzen Loot wäre dann weg. Da, jetzt komme ich wieder zu mir. Schnell mal gucken. Okay, die Animation ist lustig. Die Reparaturanimation ist also, als würde ich mich selber irgendwie verarzen. Repair Engine. Und da bin ich wieder im Blackout. Aber hey, ich hab den Motor repariert. Das war super. Ich habe keine Ahnung, welchen Gegenstand ich dafür gebraucht habe. Aber das werden wir gleich mal sehen. Wahrscheinlich den Motorstarter oder die Batterie oder so. Ich werde gleich mal einsteigen, mein Inventar abgeben. Besonders weit kommen wir ja momentan nicht. So, da komme ich jetzt zu mir. Kann ich noch irgendwas machen? Wheel. Nö. So, einmal als Driver rein. So, den Motorstarter haben wir tatsächlich gebraucht dafür. So, packen wir mal alles rein, ne? Also wer den Wagen jetzt findet, hat natürlich voll Spaß. So, mal gucken, was kann man hier noch nehmen. Wir essen. Essen ist immer gut. Wir nehmen noch ein paar Antivirale zu uns. Painkiller, na klar. Wir bandagieren uns. Oh, das ist gut. So, das heißt, wir haben jetzt auch getrunken. Theoretisch müssten wir uns jetzt nur noch hinsetzen und warten. Das werde ich mal tun. Ich werde mich auch mal daneben legen.
So. Das funktioniert. Wunderbar. Ich lege mich jetzt hier in den Busch und hoffe, dass ich regeneriere. Ich werde aber euch so lange draußen lassen, weil das ist jetzt ja, ein kleines Geduldsspiel. Ich habe jetzt ein bisschen was gegessen, ich habe ein bisschen was getrunken, in der Hoffnung, dass ich genug dabei habe und mein Inventar dann sagt, jo, du darfst dich regenerieren. Hier vorne sieht man ja noch irgendwie ziemlich viel Autsch. So genau ist diese Anzeige da jetzt nicht. Die sagt mir jetzt nur, dass ich verletzt bin und Blutverlust habe. Und ich bleibe jetzt einfach so lange liegen, bis dieser Blutverlust hoffentlich wieder sich regeneriert hat. Oder ich vollends draufgegangen bin. Okay, wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ansonsten werde ich mit einem neuen Charakter versuchen, das Auto zu erreichen. Immerhin habe ich es jetzt repariert. Bis dann!